Wurde angegriffen, mit dem Italienischen dann auch noch und den da mal zugestellt. Hab dann die Andrea Doria auch zur Hilfe gerufen. Vielleicht kriegen wir das Schlachtschiff ja kaputt. Mal gucken. Dann habe ich im Westen noch das eine oder andere gemacht. Zum Beispiel den da hingestellt und dafür die italienische Armee, die das letzte Mal neu gekommen ist, dann in diese Befestigung reingestellt. Und dann habe ich hier noch, der einen oder anderen Mine und so weiter Luftabwehrstufe 3 gegeben, damit die mit ihrem strategischen Bomber nicht mehr so viel Schaden anrichten können. Und irgendwas war es sonst noch? Genau hier habe ich mal angegriffen. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir da oben mal weiter. Na toll. Da nicht hin. Aber ist jetzt nicht dramatisch. So, ihr holt da jetzt einfach ein bisschen auf. Kommt halt kaum vorwärts. So, du gehst mal in die Stadt rein. Genau, das habe ich auch noch gemacht, dass ich den da halb eingekesselt habe. Und du, ja, du könntest natürlich mal gucken, dass du vielleicht dann auch irgendwie da im Norden mithilfst. So, du bleibst deiner, oder den könnten wir nach Novgorod schicken und die Italiener dafür an die Westfront. Das wäre auch keine dumme Idee. Okay, gucken wir mal. Was haben wir hier für Ergebnisse? 1-3 hört sich schon mal nach einem Deal an, würde ich sagen. Hier leider gerade halb im Dunkeln. 2-0 verloren, das war jetzt nicht so schön. So, ihr geht mal hier auf Moskau drauf, würde ich sagen. Käme da auch nicht, der käme dahin, aber wie kann ich das hinkriegen, dass der da kommt jetzt halt da nicht mehr weg. Ruf's da mal an. Rein und du gehst dahin. Ich kann das leider dahin stellen, dass man nicht so zusagt. Ich hoffe mal, der überlebt das. So, dann greifen wir hier an. Den holen wir mal näher ran. So, und den verlegen wir jetzt an die Westfront und den anderen auch. Damit die da noch ein bisschen fröhlich rumbauen. Könntest du mal hier befestigen, drehen. Okay. So, und du. Ah, dich kann ich auch verlegen, sehr schön. Dann baust du vielleicht mal da. Die Jäger hatte ich auch noch geheilt, genau, das hatte ich auch noch gemacht gehabt. So, und ja, also 1-1 muss ich jetzt nicht unbedingt machen, würde ich sagen. Das ist ein bisschen wahnwitzig. So, du gehst mal hier in die Lücke rein, würde ich sagen. Okay, dann machen wir hier weiter.
So. Machst hier mal einen Gewaltmarsch hin. Du versuchst einfach mal dein Glück bei dem. Halt nicht. So, du kannst den noch angreifen. Okay, so, dann gehst du mal hier hin. Und schneidest da die Linie ab, aber die kriegen wahrscheinlich immer noch. Da müsste ich da in das Feld rein. Gehst mal ein bisschen näher. Du machst dich jetzt mal zum Absprung bereit. Okay, den hatten sie auf der Rechnung, den laden wir mal auf. So, dann zack. Der ist hinüber. Wieso muss das immer so verlustreich sein? Ey, fürchterlich. Können mal gucken, ob wir die vielleicht irgendwie umgehen können. Du tauscht einfach mal mit dem und teilst dich dann auf 8. Was jetzt natürlich auch nicht so viel bringt. Du heizt dich mal komplett. So, und dann gucken wir mal, dass wir mit den Bombern irgendwas geregelt kriegen. So, der strategische Bomber, das ist Georgiewsk. Das ist auch eine Stadt. So, den hatte ich dahin bewegt, glaube ich. Sehr schön. Ist klar. Das überlebt er mit einem Stärkepunkt. Das ist jetzt frech. Gut, aber dann ist das halt so.
So, du bewegst dich jetzt einfach mal weiter nach Norden, würde ich sagen. Ja, aber dann haben wir, der hier dürfte dann jetzt demnächst hinüber sein. Die können sie wahrscheinlich nochmal aufladen, wenn ich Pech habe. Wie viele haben sie denn jetzt verloren? Okay, jetzt haben sie nur noch 71. Das hört sich schon mal gut an. So, würde ich sagen, den verlegen wir mal da oben hin. Wenn die jetzt irgendwann zwei Schüsse haben, ist das, glaube ich, gar nicht mehr so dumm. Ist nicht so dumm und Gomorra. So. Dann gucken wir mal. Noch kein neues Partisanenhex. Stellt euch einfach mal so ein bisschen da lose hin. So, okay. Hier gebe ich auch mal die Infanterie. Achso, die haben kein Geld mehr, die Italiener. Auch nicht schlecht. So, gut. Das deutsche Korps kann mal die Infanteriewaffen kriegen. Die Luftabwehrwaffen meine ich. Okay. So, da haben wir den. Der geht auch mal auf die Jagd. Der steht noch im, aber da kommt er wahrscheinlich nicht hin. Müsste eigentlich auch mal sich aufladen. Hat nur noch total schlechte Werte. Das heißt, du hast ja jetzt erstmal Vorrang. So, du gehst dann in den Hafen rein. Okay. Und hier haben wir noch zwei U-Boote, meine ich, mich erinnern zu können. Das jagen kann. Okay. Ja, damit klaue ich den ordentlich MPP. Das ist schon mal gut. Okay, so, da müssen wir mal gucken. Dass wir jetzt noch ein paar Sachen kaufen. So, das Core können wir kaufen. Machen wir das mal so, dass wir schon mal den Befehlshaber haben. Okay, ja, also alles in allem sieht das ja schon mal ganz gut aus. Wir nähern uns hier dem der nächsten Stadt. Der kommt mal eins näher ran, würde ich sagen. Und du kommst da leider nicht hin, weil ich die alle aufgeladen hatte. Das ist blöd. Kann ich den verlegen?
Dann kommst du mal nach Helsinki rein, vorsichtshalber. Okay, so. Das ist blöd. Aber der hat Versorgung 0. Das ist dann schon wieder besser. Moment, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir können mal gucken, wie viel sie jetzt verloren haben. 65% nur noch. Oder 328. Gut, die Deutschen haben einiges verloren, Italien eher weniger. Und die haben jetzt nochmal richtig reingeklotzt. Wieder so um die 2000 verloren. So, die sind jetzt schon bei ja, etwas unter 700 MPP. Das ist schon eine Menge. Die sind bei 280. Gut, also die Briten, die werden da keine großen Sprünge machen können, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass der Iran noch eine Runde hält, damit ich dann die ersten Einheiten schon mal in den Süden bringen kann. Wie lange dauert das denn noch mit der Logistik? Ja, das dauert noch ein paar Runden. Hätten wir irgendwo ein Hauptquartier, was jetzt nicht unbedingt gebraucht wird? Man könnte natürlich hier eins abstellen, wenn wir hier erstmal fertig sind. Ja, müssten wir mal gucken. Müssten wir mal gucken. So, gegen China, Panzerabwehrwaffen Stufe 4, 1290, 239 für Italien. Ja. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Die haben keine gute Versorgung, das heißt, das dauert bei denen noch ein bisschen. Noch ein Tacken. Ja, das war jetzt ungesund. Leider Gottes, aber ja, wenn die sich immer nur auf einen konzentrieren, dann können natürlich die anderen ganz gut entkommen. Oder ganz gut stören, besser gesagt. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich bald hier. Aufzuladen. Aua. Wieso sind die denn so stark, ey? Okay, der hat jetzt einen auf die Decke gekriegt. Ja, das ist, ja, leider Gottes eine sehr, sehr beschissene Angelegenheit. Die schießen da eine Einheit nach der anderen weg. Vielleicht sollte ich da irgendwie das Korps oder so, was ich beim letzten Mal da hier hingeholt hatte, nach Le Havre bringen. Das hat ja wenigstens selber Luftverteidigung 2. Vor allen Dingen auch 10er Stärke. Den kannst du da gar nicht einkreisen. Die können da einfach vorbeifahren. Das finde ich frech. So, okay. Also die ziehen sich jetzt langsam aber sicher zurück. Ach ja.
Okay, wir haben April und es ist immer noch kein D-Day. Das wäre es jetzt, wenn sie nicht hier zuerst da. Okay, jetzt greifen sie da an. Ja, aber wie gesagt, es bleibt dabei. Ja, das, den sollte ich dann auch mal einen besseren Schutz geben. Alles in allem, den Industrie-Dingsbumsen. Kopenhagen auch. Aua, was soll denn das? Diese Arschlöcher, das nervt echt langsam mit ihren scheiß Drecksbombern, diese Wichser. Konnte sich wahrscheinlich auch noch nicht richtig eingraben. Das ist das Problem. Die versuchen immer noch Rischiff zu kriegen. Und scheint die nicht besonders zu stören, dass Moskau verloren ist. War klar, ja, weil einfach da keiner. Ja, okay, jetzt gehen sie mit der Fünfer-Einheit da rein. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Weil da einfach kein Schwein hinkam, ey. Das ist echt Kacke. So, okay. Also dann müssen wir jetzt mal sehen, dass wir da ein bisschen durchbrechen. Die Stadt wird da einfach weiter runter belagert. Das war jetzt gemein. Aha, jetzt kommt wohl D-Day oder was? Ja, interessant. Okay, ja, es kommt D-Day.
Ist klar. Ach ja. Ja, die haben jetzt natürlich so viele Einheiten. Also das wird jetzt echt lustig werden, da irgendwie einen Durchbruch zu erzwingen. Also dann werden wir den neu gekriegten Panther gleich mal dringend wohin bringen müssen. Unfassbar, wie viele Einheiten die haben auf einmal, ey. Okay, ja. Werden wir jetzt einige Einheiten herholen müssen. WTF. Okay, also so wie ich das sehe, muss ich da ganz, ganz schnell Einheiten dahin bringen. Müssen wir mal gucken, welche Front jetzt dazu am ehesten neigt. Also wo ich am ehesten Einheiten wegbringen kann. Und dann werden wir uns mal einen Überblick verschaffen, wie viele Einheiten da jetzt wirklich gelandet sind. Ein Hauptquartier habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Ja, ich bin überlegen, vielleicht doch den Panther, den deutschen Panther auch mit nach Westen zu schicken. Und nur die Bulgaren hier, also die zwei Einheiten, die jetzt eigentlich sozusagen hier nach in den Nahen Osten sollten, dann einfach nur die Bulgaren dahin zu stellen. So, ja. Also im Endeffekt heißt das jetzt ganz, ganz dringend Arbeiten verrichten. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir diese Situation bewerkstelligen. Ich weiß jetzt nicht, ist es der erste oder der zweite Zug? Also oder der zweite oder der dritte Zug, ob es das so rum. Aber ich glaube, wir haben noch einen Zug, die jetzt zu spielen. Das heißt, jetzt werden wir uns mal mit der Frage befassen müssen, wie können wir diese Scheiß-Invasion stoppen? So, der hat Nachschubmangel, der hat Nachschubmangel, darauf habe ich gewartet, der auch.
Rekord. Okay. So, okay. Dann müssen wir jetzt mal den Kopf in der Normandie. So, dritte rumänische Armee aufstellen. Strategischer Bomber. Den können wir nur da hinstellen. Und einen schweren Kreuzer. So, wie ist denn die... ist jetzt etwa auch die Dinges hochgegangen? Ach, das will ich nicht, Mensch. Nationale Moral der Russen. 64, 72, 196. Okay, also, Transport. Nein, verlegen. Immer noch verlegen. Mensch. Mensch, Mann und He. So, okay, also, du kommst jetzt mal dahin und passt da mal auf. Dann geht es knallhart weiter, dass du... Moment, wo warst du? Verlegen. Dass du dahin gehst. So. Damit haben wir jetzt schon mal etwas geklärt. So, dann gucken wir mal wegen den Partisanen. Okay, da taucht einer auf. Und da hinten... Wie sieht das hier aus? Da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das können wir gar nicht alles halten. Das sieht natürlich jetzt echt schlecht aus. So, du kannst da nicht ganz hinkommen. Oder doch? Wo ist das jetzt genau? Das ist nördlich davon. Zurück. Und wo ist der? Der ist da. Okay. So, den können wir verlegen. Können wir verlegen. Den muss ich eigentlich zurückziehen. Der ist da ein bisschen gefährdet. So, gut. Euch laden wir wieder auf. Das Korps können wir auch voll aufladen. Den meinetwegen auch. Den geben wir einen dazu. Da geht jetzt leider nichts, aber der kann den mal angreifen. Damit ist der zumindest geschwächt. So. U-Boot ist nicht da. Dann gehst du vielleicht auch mal da mit hin und guckst mal, dass du da was reißt. So. Dann gucken wir weiter. Also der Panther geht auch an die Westfront. Zack. Dann stellen wir hier dem amerikanischen Panzer gegenüber. So, der kriegt sein Upgrade und geht dann vielleicht nächste Runde. Okay. Wir gucken jetzt mal, was wir da reißen können.
Der hat noch einen Schuss, aber der kommt jetzt gerade nirgendwo so richtig hin. Kann ich den hier aufladen? Nein. Dann würde ich sagen, ist das jetzt mal ein Kandidat für die Westfront. Nicht. Aus dem Magie. Du machst den hier. So, du gehst jetzt mal verlegen zur Westfront. Hierhin. So, da müssen wir natürlich gucken, wie wir diese Sache jetzt weiter handhaben. Also den kann ich nicht verlegen. Den verlegen wir mal, das Afrika-Korps. Das geht dann hierhin. Aufladen. Leider nicht verlegen. Aber dann könnten wir da mal drauf gehen. Ist doch jetzt ärgerlich, doch der kommt da rein. Ach so, der hat aber schon. Okay, aber dann kannst du mal da angreifen. So, dann gucken wir mal weiter. Das rumänische Korps, das bringen wir auch an die Westfront. Das Korps bringen wir an die Westfront. So, eigentlich müsste auch noch da einer hin. Wir machen mal kurz die Stadt upgraden. Und Bordeaux, upsala, upgraden wir auch ab. Den müssen wir auch noch aufladen. Kommt leider keiner rein.
das Problem ist einmal das Feld. Warte mal kurz. So, du gehst mit dem Gewaltmarsch dahin. Und die scheiß Bahnlinie funktioniert leider immer noch nicht. Das heißt, da oben kann ich gar nicht, kann ich niemanden wegbringen. So, das ist schon mal Kacke. Kann ich den? Den kann ich verlegen. Der Falli, der geht dann mal. Der kann da nicht rein und da nicht rein. So, aber der kann mal hier gucken, dass die da nicht so weit vorrücken. Dann sollte ich noch da irgendeinen hinstellen. Du gehst mal einen Schritt zurück hier. Die haben alle zu schlechte Versorgung. Dann nehmen wir hier das neue Chor. Das geht da auch mal hin. Ja, das kommt da leider nicht hin. Gut, aber egal. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir noch einen Panzer vielleicht mitgeben. Die haben hier unten einige. Aber leider keiner, der jetzt gerade direkt angreifen kann. Gut, also ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir hier die Kämpfe weitermachen. Da oben noch irgendwie so eine Scheiße passiert. So geht er, wieso kommt der da nicht weg? So, du gehst da rein. Na. Achso, ja, ich. Was war das denn jetzt wieder für ein Kack? Na gut, setz dich mal bis 8 wieder auf, Kumpel. So, du gehst mal da rein. Und dann verlegen wir noch ein paar Bomber in den Westen. Sollten wir jetzt nicht unbedingt in die erste Reihe stellen. So, vielleicht hier einen hin. Und hier sind ja auch jede Menge. Können wir auch noch einen verlegen. Noch einer. Obwohl, tendenziell würde ich vielleicht eher sagen, wir nehmen den hier einfach. Den Italiener. Ein italienisches HQ haben wir ja auch da. Das heißt, das ist dann jetzt auch nicht so dramatisch. Thank you.
So, du gehst mal dahin und greifst den mal an. So, ihr könnt da jetzt gerade nichts kämpfen. Okay, ja, dann gucken wir hier mal weiter. So, die kommen überall nirgendwo hin. Das heißt, der, aber der hatte, glaube ich, schon zweimal geschossen. So, der hatte wohl auch schon. Und der wohl auch schon. Okay, ja. Du gehst mal hier hin und kannst dich vielleicht dann nächste Runde versetzen lassen. Ja, hier sieht die Situation immer noch lustig aus. So. Jetzt haben die dann nämlich auch das Problem, dass sie jetzt auch noch da die Dinge stacken müssen. So, du gehst mal hier wieder ein bisschen runter, du bist ein bisschen angeschlagen. Okay, so, und dann gucken wir nochmal weiter, dass wir den dann nochmal angreifen. Das ist der strategische Bomber. Aufzuladen. So, du gehst mal hier hin und dann gucken wir mal weiter. Der hatte schon. Bist du auch schon? Wohl ja. Okay, ja, aber wir sind jetzt da einen ganzen Schritt weiter gekommen. So, der ist leider so ein bisschen im Niemandsland in Sachen Versorgung.
Versuchen wir mal, den dahin zu bringen, dass sie dann vielleicht dann mit dem Doppel-HQ nächste Runde bessere Versorgung haben. Okay, das ist. Sieht einigermaßen gut aus. So, der ist jetzt. Da sind wir jetzt ein gutes Stück weiter. 63, 35, 34, 100. 59. So. Ja. Was machen wir jetzt? Also Panzerabwehrwaffen können wir nicht machen. Wir könnten gucken, ob wir den Panzer verbilligt kriegen. Das sieht gut aus. Und das Korps vielleicht noch. Produktion, ja. So viele Einheiten sind jetzt nicht auf der Liste. Das ist ein bisschen schade. Scheiße, um den sollten wir uns noch kümmern. Aber mit wem? Den bringen wir mal dahin und. Sonst kommst du einfach noch da im Süden und guckst, dass du da gegen den komischen Partisanen kämpfst. Okay, und vielleicht du einfach auch noch mal kurz verlegen, nicht Transport, da mithelfen. So, ja gut, Griechenland ist natürlich ein Problem. Das kann sein, dass wir das jetzt erstmal verlieren. Irak werden wir auch bald verlieren, aber ja, wie sieht es denn jetzt aus mit den MPP? Oha, Italien hat richtig. Oh, über 2400 MPP haben wir verloren. Die haben aber auch über 700 verloren. Die Amerikaner sogar über 1000, die Sowjets über 2000. Also jetzt ist hier aber mal richtig die Kacke am Dampfen. Nationale 102, 127, ja, ist ein bisschen runtergegangen. 63 Sowjets, 96 und 72. Gut, wir haben natürlich auf jeden Fall den. Kann ich leider nicht. Das heißt, ich könnte ihn natürlich dahin bringen. So. Also wir haben jetzt zwei unerfahrene Panzerdivisionen. Eine mit Erfahrung wäre natürlich noch besser. Von daher ist die Überlegung zu gucken, das geht jetzt leider nicht mehr. Die haben keinen Panzer. So, den hier vielleicht noch rüber zu schicken mit. So, Moskau haben wir jetzt gesichert, denke ich mal. Da wird jetzt erstmal keine Gefahr mehr sein. Kannst da mal aufpassen, weil da im Wald noch einer ist. Nicht, dass der da auf falsche Ideen kommt. Achso, und wir haben noch Flugzeuge. Die könnten mal gucken. So, du machst. Kannst den D mal angreifen.
1-0 und ja, der kann den tilgen. Dann machst du das mal kurz. Und du greifst einfach den da mal an. Okay, ja, damit sind es jetzt sogar 61 Einheiten nur noch. Und na gut, nationale Moral ist dadurch nicht runtergegangen, aber sie haben jetzt sogar 2600 MPP verloren. Das ist natürlich wirklich eine riesige Anzahl. Der hat Versorgung 0, das ist schlecht. Ja. Gut, aber selbst wenn die einen Ort kriegen, werden die da jetzt nichts Großartiges machen können. So, du gehst mal dahin. Du gehst dahin. Der eine wurde zerstört, genau. So, du fährst da jetzt einfach mal ein bisschen außen lang. Du nimmst die Spur. Du störst da. So, und du kannst vielleicht einfach mal gucken, ob du irgendwie, ah ja. So. Könnten jetzt natürlich auch einfach die Dinges nehmen. Modus Jagd. Um die scheiß Schiffe, die großen Schiffe anzugreifen. So, du gehst da rein. Den kann ich nicht voll aufladen. Na gut, dann ist das halt so. Also ich hoffe mal, dass wir diese Sache jetzt hier halten können. Sagen, du gehst mal hier einen nach vorne. Dann sind die hier nämlich ein bisschen eingeklemmt schon mal. Die wären sonst eingekesselt gewesen. So haben wir den jetzt immerhin das Core hier mit null Versorgung stehen. Was ja schon mal gar nicht mal so schlecht ist. So, aber jetzt sehe ich dann auch mal eine Dinges, die halt mal ein bisschen besser funktioniert. So, die Rumänen könnten wir vielleicht noch wegschicken. Und hier vielleicht den einen oder anderen, wenn das mal fertig ist. Ja, gut. Diplomatie wollte ich noch gucken. Also Spanien 53, aber das geht nicht so richtig hoch. Das heißt, da müsste ich noch, müsste ich wahrscheinlich mit beiden noch rein investieren. Also nicht mit dem marokkanischen Präsidenten, aber mit Italien und mit, Moment, hier haben wir doch noch einen. Das ist doch schön. Das dürfte denen doch nicht gefallen haben. Gucken wir mal kurz. Nationale Moral 71. Ja, ist wieder ein bisschen runter, glaube ich. Und ja, die Italiener, die können sich freuen, dass sie jetzt das geschafft haben. Und
Leider nicht ganz dahin. Na gut, dann ist das halt so. Aber ich stelle den mal lieber in den Ort, weil sonst hat der nachher irgendwann überhaupt keine Versorgung mehr. Das war schlecht. So, gibt es da eigentlich auch neue Partisanenfelder in Russland? Sieht jetzt nicht so aus. Moskau bräuchte ich natürlich Einheiten für. Hier wäre eins, aber das ist ja nicht unter meiner Kontrolle soweit. Ja, wie sieht das da oben aus? Da oben ist nichts mehr mit Partisanen. Sollten lieber sein lassen. Jo. Wie sieht das denn mit den sowjetischen MPP aus? Die haben jetzt, oh, die haben jetzt über 1000. Ja. Die werden jetzt wahrscheinlich Industrietechnologiestufe 5 haben. Also da müssen wir sehen, dass wir da jetzt mal zu Potte kommen. So, ja, und ich hoffe jetzt inständig, dass da jetzt noch irgendwas übrig bleibt im Endeffekt. Ja, Griechenland ist jetzt bald verloren. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Dänische Generalstreik, Deutsches Reich 1, 2 und 239. Der werden jetzt wahrscheinlich die restlichen Einheiten so langsam mal. Ja, der verliert auch noch einen. Ja, der hat nur noch vier. Gut, aber wenn ihr da auf das U-Boot drauf geht und nicht hier auf meine Bodentruppen, dann hat das ja auch schon mal ein bisschen seinen Sinn getan, muss ich sagen. Die Einheiten werden wegbewegt. Ja gut, die machen jetzt Brest kaputt, aber das soll mir ehrlich gesagt egal sein, weil damit machen sie ja jetzt ihre eigene Stadt im Endeffekt kaputt, die sie dann jetzt demnächst einnehmen werden.
klug ist die KI denn schon? Aber also wie gesagt, ich muss sagen, gefühlt ist die KI mit den Alliierten wesentlich schlauer als die KI mit den Achsenmächten. Gut, ja, damit haben sie Brest erobert. Die Flak, die wird jetzt weg sein. Er hat 4 verloren, das gefällt mir sehr. 6 hat er jetzt sogar insgesamt verloren, WTF. Oh, ist das alles verlustreich? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der hat auch einen verloren, sehr schön.
Ja, das ist natürlich echt ein Problem. Ja, den nimmt er jetzt auch aus dem Spiel. Müssen wir mal gucken, wie wir diese Situation jetzt hier handeln können. Gut, ich meine, die Einheiten, die haben hier alle, sage ich mal, gute Versorgung. Das heißt, müssten wir billig zurückkaufen können. Aber ja, sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Sehr, sehr schwierig. So, den einen haben sie aufgeladen. Das ist schon mal praktisch. Wäre jetzt natürlich die Überlegung, jetzt einfach zu sagen, okay, riskiert jetzt vielleicht was, geht jetzt vielleicht ja, in die Offensive. Ja, also da müssen wir echt mal gucken, wie wir damit weiterverfahren. Die Sache ist natürlich die, die Sowjets haben jetzt so viel MPP, wenn wir denen keinen Einhalt gebieten, dann werden die natürlich immer stärker. Das heißt, man kann jetzt auch nicht alles an die Westfront werfen, das ist halt das Problem. Weil dann haben die irgendwann so viele Einheiten, dass sie mich einfach sozusagen zahlenmäßig erdrücken können. Naja, müssen wir mal schauen. Ja, also einige Stellen sind echt sehr, sehr kritisch hier. So, der hat Nachschubmangel. Der hat Nachschubmangel. Also solange die da nur irgendwas in die Luft jagen und nichts hier, keine Partisanen auftauchen, ist mir das eigentlich relativ schnuppe. So, ja. So. Na gut. Ja, hier müssen wir halt die ganzen Flugzeuge erstmal aufladen, was halt teuer ohne Ende ist. Die Dinger haben dann, der hat auch nur noch, kann nur noch bis 7. Also im Endeffekt bräuchten die vielleicht auch mal dringend ein Hauptquartier, ein neues, ein weiteres. Gut, aber das könnten wir vielleicht eventuell machen, dass wir vielleicht das hier dann doch wieder zurückverlegen. Ja, aber das müssen wir dann alles beim nächsten Mal machen. Wir können nochmal durchgucken, wen wir vielleicht nochmal heilen können an der Westfront. Da brauchen wir das beim nächsten Mal nicht mehr machen. Hier die Flak zum Beispiel. Den können wir heilen. Leider die Italiener, die sowieso nicht gerade viel Prestige haben. Den. Und den geben wir auch noch einen dazu.
Gut, ja, also alles in allem, es hält noch einigermaßen, kann man sagen. Aber komm, wisst ihr, was ich jetzt mache? Scheiß drauf, ich gucke jetzt, dass ich jetzt. Dass ich jetzt gucke, was ich hier reißen kann. Du gehst mal dahin. Okay. Du gehst dahin. Ja, die haben kein Hauptquartier. Das ist nämlich der ein großer Fehler gewesen. Die haben kein Hauptquartier angelandet. Also dafür keinen Platz mehr haben. Das ist natürlich ärgerlich. So. Du gehst mal da rein. Okay. 1-3, 1-3. Das ist ein strategischer. Der kommt ja leider. Ah, doch. So, jetzt vielleicht. Na? Der kommt da gar nicht hin, oder was? Anscheinend. Ja, machen wir es trotzdem. Ja, das ist doch jetzt wirklich mal richtig gut gelaufen. Nichtsdestotrotz brauchen wir hier dringend noch Einheiten. Also das werden wir jetzt mal noch schnell machen, dass wir noch das ein oder andere rüberschicken. Tendenziell zum Beispiel du. Der ist auch richtig schön erfahren. So, und du kommst jetzt auch noch mal da in den Süden, würde ich sagen. Und den laden wir mal kurz auf. Das geht gar nicht mehr. Vielleicht,
Oder doch eine Runde warten. Also das HQ brauchen wir hier auf jeden Fall nicht. Das kann weg. Genau, den wollten wir noch verlegen. Sich mal voll aufladen. Wo ich ihn gerade sehe, 2,4 hört sich nicht schlecht an. So. Der ist ein bisschen unerfahren, der auch. Kannst du mal da rein. Sagen. Den wollte ich eigentlich, aber der kann irgendwie da nicht so richtig. Da gehst du halt mal in den Ort rein. Du passt da auf. Dich laden wir kurz auf. Ja, im Endeffekt wird da nicht mehr viel MPP für Nachkäufe übrig bleiben. Das ist halt so ein bisschen die Problematik. Aber die Verluste, die erleiden, sind halt wesentlich heftiger. Das ist das Gute daran. So, du gehst mal ein bisschen näher an den ran. Weil du dich sonst nicht richtig aufladen kannst. Okay, also Garnison, Korps, Armee, mechanisiert, Pioniere. Bei den Italienern haben wir eine Garnison. Okay. Ja, also ich würde mal sagen, den Rest machen wir dann im nächsten Part. Aber wir können jetzt mal gucken. MPP. Ja, also da. Okay, die Italiener diesmal nicht so viel. Bei uns war es auch etwas weniger. Da haben wir ja noch nichts gemacht. So, die haben 700 jetzt nochmal verloren, die Briten. Und die haben auch nochmal über 700 verloren, die Amerikaner. Also, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch einfach eine verlustreiche Angelegenheit alles in allem wird. Müssen halt sehen, dass wir hier schnell aufräumen, weil dann, wenn wir das geschafft haben, dass wir schnell aufräumen. Mal kurz. Könnten wir jetzt nämlich noch. Da unten haben wir ja auch noch ein Schiff. Könnte vielleicht auch mal ja gucken, dass es da vielleicht irgendwie in den Kampf eingreift, auch wenn es jetzt dann eventuell verloren geht. Und ja, genau, du solltest da was bleiben, dich erholen. Den können wir noch, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Können wir noch gucken, ob wir das jetzt wirklich so machen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ist, dass ich hier nochmal so, der strategische Bomber. Dann hatten sie Dijon angegriffen. Dann kriegt das auch noch Luftabwehr 3. Ja, aber alles in allem, die haben jetzt 31, 34 und 30. Also es hält sich alles in etwa die Waage. Und ja, beim nächsten Mal können wir dann gucken, wie es weitergeht. Den werde ich jetzt mal hier wegbewegen und im Bodenmodus versetzen. Weil der ist mit seiner Stärke 2 dann doch ein bisschen arg angegriffen. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann die Ostfront an. Da ist ja noch einiges zu tun.
Das heißt, mich würde jetzt mal interessieren, ob das geht. So, du tust erstmal da. Den können wir jetzt wieder voll verstärken. Der geht immerhin bis 7. Mal da in den Ort rein, um dir volle Verstärkung, volle Verstärkung, vollen Supply zu holen. Ja, und beim nächsten Mal gucken wir uns dann den Rest an. Den müssen wir noch aufladen. Ja, im Endeffekt ist das alles nicht so schön, kann man sagen. Also fast das komplette Prestige wird wieder für Refits draufgehen, was einfach nur schrecklich hässlich ist. Du gehst mal was zurück, würde ich sagen. Und dann jetzt endgültig. Ciao, ciao.